Meine lieben Freunde, was geht ab? Für diesen Anlass gehört der Fischerhut am Start, ne? Also Freunde, ihr habt ja das letzte Video komplett hops genommen und an den einen oder anderen, der immer wieder behauptet, es ist Clickbait. Digga, das ist kein Clickbait, Mann. Ich werde wirklich gesucht von einer arabischen Großfamilie, Digga. Yeah! Übrigens möchte ich euch etwas Kleines zeigen. Das ist mein alter Laptop und dort seht ihr meine Abonnentenanzahl. Und ja, Digga, ich bin Abonnentenklickgeil, Likegeil oder wie ihr das auch immer nennt, Digi. Ich habe gerade einfach einen Abonnenten verloren, mitten im Videodreh, Digga. Wie peinlich ist das, Mann? Aber okay, cut, cut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Die Ex-Frau von Manuel Zenabir hat mit mir geredet, bzw. sich bei mir gemeldet und wir haben miteinander geschrieben. Und ich habe gefragt, ob ich diese Chats zeigen darf und sie hat es mir erlaubt. Deshalb, meine lieben Damen und Herren, starten wir dieses Video. Ich erwarte, gefällt mir, Kommentare, Support, Support, Support. Denn im nächsten Video ist das Telefonat zwischen mir und Manuel Zen angesagt, meine lieben Damen und Herren. Und deshalb nochmals, gibt nochmal richtig Power, gibt Liebe diesem Kanal und dann kommt auch das Telefonat online. Und dann werde ich ihn einfach live anrufen. Ja, ich habe schon seine Nummer. Du kannst gerne alles aufklären, aber ich bitte dich, sag nichts Negatives über den Manu. Er hat dir wirklich gestern geschrieben. Auf TikTok, er hat mir einen Screenshot geschickt. Diese Beefs bringen nichts im Internet. Ich weiß, ihr hattet keinen guten Start. Mir ist es klar, dass du selber es ungern haben willst, dass ich jetzt gerade mit dir schreibe und gleichzeitig Manuelsen als Manu-Esel bezeichne oder ihn als gottlosen Kelb bezeichne. Ist mir auch alles klar. Aber du musst eines wissen, dieser Mensch hat Gott darum gebeten, mich zu vernichten und ich finde, ich habe das Recht, mich vielleicht zu verteidigen. Vielleicht ist es nicht richtig von mir, ihn zu beleidigen oder auf ihn loszugehen, aber ich glaube, gestern war ich sehr emotional und deshalb ist das Ganze passiert. Das passiert halt nun mal. Aber okay. Alles klar, Manuelsen schickt Screenshots an seine Ex-Frau, dass er mir geschrieben hat. Und wo hat mir denn Manuelsen geschrieben? Auf TikTok, Digga! Ah, alles klar! Digga! Manuelsen hat mir auf TikTok geschrieben. Ich dachte schon auf Snapchat. Nein, das war TikTok. Ich bin nicht auf TikTok unterwegs, Digga. Ich habe dort, glaube ich, 3-4 Videos online und die eigentlich komischerweise viral gegangen sind, glaube ich, über 250.000 Klicks. Ich küsse euer Herz. Wer schreibt schon auf TikTok? Vielleicht bin ich hier alt oder irgendwie nicht mit dem Trend mitgegangen, aber ich schreibe mit den Leuten oder wenn ich jemanden schreiben möchte, dann auf Instagram. Vielleicht sogar Facebook, aber okay, Facebook auch wiederum nicht, aber TikTok, Digga? TikTok? Ich bin dann raufgegangen und sah ihn auf die gefilterten Nachrichten. Also ich muss sogar irgendwo Anfragen annehmen, um seine Nachricht zu sehen. Und was hat er mir denn geschrieben? Georg, du hast das Gesicht der falschen Frau genommen. Es geht nicht um sie. Es geht um Nadja. Kannst du das bitte korrigieren? Oh, Manuelsen, da bist du ja wirklich sehr nett. Wow, Manuelsen, das ist wirklich sehr nett von dir. Diese Nachricht, die er verfasst hat, waren genau ein paar Minuten, bevor er live gegangen ist, mich verflucht hat, Gott darum gebeten hat, mich umzubringen und zu töten. Möge Gott dich vernichten. Möge Allah dich vernichten für das, was du machst. Möge er dich vernichten. Wayet, möge er dich vernichten. Amin, Yarab. Aber diese Nachricht, so süß, so nett. Manuelsen, du bist so süß, Digga. Mwah, der ist so süß. Übrigens, Sabir, da habe ich ihn nicht beleidigt oder sonstiges. Ich sage nur, er ist süß. Ich sage ja nichts Falsches, oder? Habe ich was Falsches gesagt? Auch wenn ich mich getrennt habe, ich habe trotzdem ein gutes Verhältnis zu ihm. Du schätzt ihn falsch ein. Das geht an alle Partner, an alle, die zusammen sind, Digga. Okay? Das ist die Ex-Frau von Manuelsen und trotz allem sind die Homies, Digga. Alle anderen bekriegen sich, hassen sich und die respektieren sich und mögen sich nach der Trennung. Respekt! Alles gut, Amir, mache ich das richtig? Ist es gut für dich? Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ja, ich halte mich an den Skript. Ich bin korrekt. Auf Arabisch übersetzt hört sich das anders an. Nicht so wie auf Deutsch. Ja! Ist doch logisch, oder? Leute, ist doch logisch. Wenn jemand auf Arabisch sagt, Gott, du bist verflucht oder Gott soll dich nehmen aus dieser Welt, soll dich töten, auf Arabisch hört sich das Ganze sehr süß an. Das sage ich mal auf Arabisch. Ja, Habibi, Rabbina yagdak, ya Habib, Albi, ya Nur Aini. Das war auf Arabisch, ja. Also man merkt, es ist sehr viel Sympathie und Liebe darin. Merkt ihr das? Richtig viel Liebe. Aber auf Deutsch, Gott verfluche diesen Georg TV und töte ihn.
Wenn ich jetzt direkt auf diese Nachricht eingehe, möchte ich dir nur eines sagen, lieber Abir. Das ist ein Schuss ins Knie. Weil das kann nicht sein, dass jemand einen verflucht und Gott darum bittet, ihn zu töten oder keine Ahnung, was ihm macht, und dann zu sagen, auf Arabisch ist das nicht so gemeint. Auf Arabisch ist das Ganze irgendwie cool, ne? Das ist ehrenlos, Digga. Ups, Entschuldigung. Das ist nicht cool. Alles gut, Abir? Ich hoffe, ja. Daumen nach oben, Leute! Du musst bedenken, wenn es um mich geht, dann sieht er schwarz vor Augen. Was für eine Romantie! Was für eine Liebe! Hast du mich jemals so geliebt? Das ist übrigens Georg Zivi, nicht Barello. Das bin ich, verdammte Kacke! Das in diesem Bild, das bin ich! Habt ihr diesen Text gesehen? Wenn es um mich geht, dann sieht er schwarz vor Augen. Diese Liebe, diese Ausstrahlung, meine lieben Damen und Herren. Manuelsen ist sympathisch und romantisch. Verdammte Kacke, ich hätte mir gewünscht, ich habe so eine Freundin, die so... Was ist da los? Liebe, Habibi, Liebe! Ich sage jetzt auf Arabisch, weil wenn ich es auf Arabisch sage, dann hört sich das Ganze anders an und es ist dann eine andere Bedeutung. لما شوف نور عينك وانت بتبصي عليا وبتبصي وتقولي لي انا بحبك. Du musst bedenken, ich bin Libanesin. Du weißt, wie das bei uns Araber ist. Wenn die Familie solche Sachen liest, ist das immer sehr unschön für die Familien. Hallo? Sprich mit der Polizei? Es ist gerade eben die Kamera ausgegangen, verdammte Kacke. Aber kein Problem, wir machen weiter über das Handy. Wir waren dabei, die Polizei anzurufen, Polizeischutz beauftragen oder beauftragen wie vom Bushido. Versteht ihr, was ich meine? Hallo Polizei, grüß Gott, hallo! Ich bräuchte Polizeischutz von Bushido, weil libanesische Großfamilie besucht mich. Sucht mich. Hilfe! Eigentlich sollte dieses Thema kein Spaß sein, weil es doch etwas Ernstes ist. Und ich muss dazu sagen, ich mache den ganzen Spaß, um euch zu unterhalten. Trotz allem habe ich das Ganze geklärt mit Abir und habe mich auch offiziell entschuldigt, auch mehrmals in den Videos, weil das doch ein Fehler von mir war. Vielleicht muss ich ein bisschen runterschrauben und vielleicht, bevor ich Videos mache, mich nochmal besser erkundigen. Das war wirklich offiziell ein Fehler von mir. Vielleicht war ich da überhastig, weil ich wusste nicht, dass Manuelsen zweimal geheiratet hat. Ich wünsche ihm beim dritten und vierten Mal noch viel, viel Erfolg. Du, das Leben ist noch lange. Aber wir ziehen weiterhin durch und lassen uns nicht unterkriegen. Im Endeffekt, ihr kennt mich, meine lieben Damen und Herren. Ich bin so ein kleiner YouTuber. Ich mache viele Fehler. Also, damit wir mal ganz kurz Real Talk reden, weil jetzt viele neue Zuschauer auf mich zustoßen, die behaupten, ich mache Clickbait. Ja, ich nutze gewagte Titel. Ich weiß. Und ab und zu bin ich auf sehr, sehr dünnem Eis. Und ich weiß, viele hassen mich. Viele gönnen mir den Erfolg nicht. Obwohl ich mittlerweile wirklich sehr dankbar bin. Also ich bin Nummer eins Gott dankbar für den Support, den er mir gibt, für die Unterstützung, die er mir gibt und für diese Liebe, die ich mittlerweile von so vielen Menschen bekomme. Und gleichzeitig, wenn die Liebe steigt, steigt auch der Hass. Und mittlerweile bekomme ich auch sehr viel Hass und Kritik und viele Menschen, die mich einfach nicht mehr supporten wollen wie früher. Und das gehört alles dazu. Trotz allem bedanke ich mich an jeden, der hinter meinem Rücken steckt mir nichts. Ich will nichts rein. Da ist Sinan. Liebe Damen und Herren, geht zu Sinan. Aber ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mich weiterhin unterstützt und für mich da seid. Also wie gesagt, ich bin wie gesagt eh ein kleiner YouTuber. Ich brauch das nicht verneinen. Aber irgendwann, wenn Gott möchte, werde ich einer der Großen sein und für euch immer mehr und mehr professionellere Videos zeigen. In dem Sinne, meine lieben Damen und Herren, war es das von mir. Ich weiß, es ist ein bisschen Real Talk geworden, aber man muss ab und zu wirklich dankbar sein und nicht nur das, ein bisschen in Real Talks reden, ein bisschen reflektiert sein. Und ich weiß, wie gesagt, ich bin auf dünnem Eis. Ab und zu nutze ich gewagte Titel, gewagte Thumbnails. Und das Ganze, um vielleicht den einen oder anderen mehr zu unterhalten, aber vielleicht muss ich mit mir selber mal klarkommen und überlegen, wo die Grenzen sind. Vielleicht mache ich da wirklich Fehler. Das heißt nicht, dass ich mich ändere. Spaß beiseite, Freunde. April, April, nein. Ich werde trotz allem versuchen, mir mein Bestes zu geben. Aber ich sehe ja, die Menschen stehen trotz allem hinter mir. Die wirklich seit Jahren schon dabei sind. Und deshalb werde ich weiterhin durchziehen. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt Egyptian Stylidus. Ich würde mich natürlich sehr dankbar sein, wenn ihr unter dem Video vielleicht so 50 bis 100 Likes knackt. Also wenn das da machbar ist unter diesem Video, boah, ich wär krank. Ich war so dankbar. In dem Sinne danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt Egyptian Stylidus. Peace. Das Management von Georg bedankt sich an jeden, der die Videos supportet mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Lasst uns den kleinen Jungen glücklich machen. Wir glauben an euch.